das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bremen. Forschung im Weltall für die Erde. Um unsere Erde zu schützen, müssen wir sie beobachten und verstehen, indem wir sie und ihre kosmische Nachbarschaft aus dem All erkunden. Im Institut für Raumfahrtsysteme werden zukünftige Raumfahrzeuge, Raketen oder Stationen für Mond und Mars entworfen. Ingenieure verschiedenster Disziplinen arbeiten hierbei an modernster Hightech eng zusammen. Der Mond ist unser nächster Nachbar. Er verspricht Erkenntnisse über die Entstehung der Erde und ist Sprungbrett ins All. Eine autonome und präzise Landung ist eine große Herausforderung für die Technik. Im DLR Bremen wird sie erprobt. In einem Labor wird mit Luftkissenfahrzeugen das Verhalten von Raumfahrzeugen in der Schwerelosigkeit simuliert. Ganze Formationen von Satelliten sowie das Andocken und Greifen im All lassen sich so am Boden testen. Raketen benutzen tiefgekühlte Gase, zum Beispiel flüssigen Wasserstoff, bei minus 253 Grad als Treibstoff. Wie verhalten sich Treibstoffe bei diesen extremen Temperaturen im Raketentank? Im Kryolabor wird dies untersucht. Ein anderes Forschungsthema: Raumschiffe rotieren im All. Eine anspruchsvolle Herausforderung für Lageregelung und Navigation. Um diese zu erfüllen, wenden die Ingenieure modernste Entwicklungsverfahren an. Eine Struktur entfaltet sich. Eine Chance, um Satelliten kontrolliert abstürzen zu lassen. Frisches Gemüse für die Bewohner einer künftigen Marsbasis. Ein spezielles Gewächshaus mit Gurken und Tomaten wurde dafür in Bremen entwickelt. In der lebensfeindlichen Antarktis wird das Pflanzenwachstum getestet. Die Weltmeere sind Lebensadern des Verkehrs und zunehmend Standort für die Erzeugung von Windenergie. Die Vorhersage von Stürmen oder die Detektion von Verschmutzung sind wichtige Aufgaben der maritimen Sicherheit. Aufgaben, die am besten aus dem Weltall erfüllt werden können. Satelliten werden im DLR Bremen nicht nur geplant, sondern auch gebaut und getestet. Wie hier auf einem Rütteltisch. Unter simulierten Weltraumbedingungen kann im DLR Bremen die Lageregelung erprobt werden. Wissenschaftler testen ein neues Lageregelungssystem für einen Satellitenprototyp. Der Vulkan Ätna, ein Testfeld Bremer Forscher für den Mond. Die Landung auf anderen Himmelskörpern wird im DLR Bremen realitätsnah erprobt. Punktgenau wird ein Lander in ein Testbett aus nachgebildetem Planetenmaterial geworfen. Unterschiedliche Gravitation wird durch robotische Führung simuliert. Vor dem Start ins All. Ein in Bremen entwickeltes und getestetes Raumfahrzeug. Mascot soll auf einem Asteroiden landen. Die japanische Raumsonde Hayabusa 2 setzt den Lander Mascot ab. Nach der Landung
kann er sich mit Hilfe eines Schwungarmes hüpfend fortbewegen. Große Begeisterung bei kleinen Forschern. Das DLR School Lab bringt die Themen des DLR bereits Schülerinnen und Schülern ab der dritten Klasse näher. So lernen die jungen Besucher schon heute die faszinierende Welt der Forschung kennen. Je nach Alter kommen kindgerechte Mitmachexperimente oder hochmoderne Versuchs- und Experimentieranlagen zum Einsatz. Forschung im Weltall für die Erde. Das DLR Bremen.